die schwarzen, das schwarze Auge, die Bücher. Oh, Schnuffelchen, Dankeschön für deine 500 Bitsis. Dankeschön. Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100. Dankeschön. Ich habe die schwarze, das schwarze Auge Bücher ganz viele gelesen. Und ich muss sogar sagen, und ich habe es sehr genossen, auch World of Warcraft Bücher gelesen. Und die waren auch sehr gut. Hier. Oh, die sind da unten, oder was? Wo sind die? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe gerade keine Ahnung, wo die schwarzen Augenbücher sind. Da habe ich. Boah, ich habe da die ganze Buchreihe gekauft. Es gab da ab und zu auch mal ein Buch drin, was echt schlecht geschrieben war. Das fand ich echt schrecklich. Aber zum größten Teil war es ganz gut. Ich kann ja nicht immer 100%. Nee, aber das sind das schwarze Auge werden ja pro Buch, das ist ja keine Reihe, sondern das sind immer einzelne Geschichten. Und dazu gibt es dann immer zu jedem Buch einen eigenen Autor, der sich dann eine eigene Geschichte in der Welt vom schwarzen Auge aussucht. Und da gibt es einen Autor, der macht das echt super. Dann liest du das so, als ob du, keine Ahnung, mit einem heißen Messer durch den Butter gehst. Und da gibt es manche, die versuchen dann sehr tolle Sachen zu erzählen und überhaupt, und das ist irgendwie voll nervig. Was ist denn das für eine Mühle hier? Das ist unsere Mühle. Da kannst du Mehl mitmachen. Wie, weißt du das eigentlich nochmal, wie konnte man nochmal Tab ausstellen und alles? Was meinst du, Tab ausstellen? Ja, diesen ganzen, Ach, oben irgendwas mit F10 oder so. Ah, nee. STEG F3. Ach so. Was macht die Mühle? Brot. Ach, die macht Brot, ehrlich? Gegessen Mehl. Brot machst du doch auch selber. Muss man vorne reingucken? Ja. Gucken wir vielleicht. Ich weiß nicht, ob schon alles. Die mühlt wirklich, das ist ja cool. Ja, guck mal hier. Drin. Hier vorne einfach einmal drauf drücken. Huch! Gerstenmehl. Oh, warum muss das immer so schnell verschwinden? Man kann es ja gar nicht lesen, zu schnell. Die sieht hübsch aus. Sag, wann gibt's die Mühle? Gab's die vorher? Seitdem wir den letzten Boss gemacht haben. Ah. Und hier war auch noch was Neues drin, 6. Der Hütte. Okay. Ich will heim. Ich hab mal was vorbereitet. Schnüffel, wo musst denn du heim? Also bist du auf der Arbeit? Gurki! Marshmallows? Seide. Ah, Shamrock 100, Shamrock 100, Shamrock 100, Shamrock 100, Shamrock 100, Shamrock 100. Hallo ihr lieben Dextro 23, Leftwing Dextro 23. Boah, danke für den 600 Bitsies. Du Schnuckiputz. Gepolsterter Brustpanzer. Gepolsterter Helm, Stachel. Was? Stachel? Oh, das war ein Streitkolben oder sowas, ne? Ja, guck mal hier rein, Dex. Da liegt was für dich drin. Ja, du bist ja dran. Ah, ja, stimmt, ja, es war ja, war ja, ja. Stachelschwein, okay. Schwarzmetallschwert. Schild ist für dich und Knüppel ist für dich. Kannst sogar das Schwert noch haben, zusätzlich. Aber ich habe jetzt erstmal Schwert für das hier, wenn das haben will. Jetzt sei dem Schwert statt Knüppel. Kann man, mit welcher Taste konnte man nochmal das vergleichen von meiner Waffe? Keine Ahnung. Muss ich die vielleicht ins Inventar legen? Man konnte das doch vergleichen. Ich hab's einfach übereinander geguckt. Links, rechts, links, rechts. Ist das Schild besser als das, was ich habe? Ja. Warum sieht das so hässlich aus? Grün? Ja, nee, was hat denn das? Hat das Kettenzeugs gedüdelt da drum? Ja, guck auf meinen Rücken. Dann siehst du's. Ah. Okay, hat das einen Sinn? Okay. Ja, doch. Könnte Sinn machen. Wie kommt man nochmal aufs Inventar nochmal? Ab. Ach ja, es gibt ja kein. Ach. Ganz ehrlich, ich habe wirklich ein Inventar von meiner Figur gesucht. Bam, 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 bam. Noch 12 Stunden Arbeit. Sie erinnert sich an die Fallen. Ja, es ist genau die. So, pass auf.
Das hat Gewicht 5. Schnuffel, danke schön nochmal für deine 200 Pizzis. Cheer 100. Musst du noch 12 Stunden oder bist du schon am 12, seit 12 Stunden am Arbeiten? Haltbarkeit 100, Blockwert 95. Aber ich kann auch drauf, dann steht das daneben, oder? Nee. Nee. Oh, wow. Peace, definitiv, das ist Schwarzeiche. Das ist das Letzte, was es gibt. Das ist das Beste, was es gibt. Wo hast du die her? Hergestellt. Nee, wo hast du die Schwarzeiche her? Haben wir die schon letztes Mal irgendwo... Der letzte Boss. Aus diesen Goblins, wenn wir die killen, in der Steppe. Okay, ich weiß das schon nicht mehr. Schon. Also ich weiß den Boss, dass wir den Boss gelegt haben, aber ich weiß nicht mehr, was wir da... Wir haben den Hochofen freigeschaltet, der hier steht. Haltbarkeit herstellen, ja, insgesamt. Stechen. 63. Das Hauen. Rückstoß 90. Rückstoß 120. Ah, ich habe aber hier so der Frostner ist schon eine fette Waffe, ne, die ich hier habe. Oh, Amitaya, danke für den Raid. Guten Abend euch. Hallo Ini. Ich muss mir jetzt mal die Waffe erstmal angucken. Ne? Achso, ich muss sie ja hier oben drauflegen. Sieht schon cool aus. Schön schnell. Ja. Mittlere Maus darfst du nicht vergessen. Oh ja, okay, ist der übliche. Weil wenn ich den hier nehme. Der hat ja nur Eisschaden. Der macht den Gegner langsamer. Jetzt habe ich gegessen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe ja noch einen Heiltrank auf der Taste gehabt. Das schick aus, oder nicht? Das Schild sieht schick aus, ja? Ja, das ist meine neue Sperrwaffe. Schön rot. Sieht gut aus. Mir gefällt das grün-gelb. Hast du das gemacht oder ist das automatisch? Das so? Habe ich hier ausgewählt. Komm mal mit. Solchen Akrobat, guten Abend, Halle Maximus. Muss an die Kiste hier rangehen. Wo? Hier, die hier. Ja, okay. Und dann eine schwarz-eichene hier, das die hier. Ja, die Holzkiste meinst du? Metall, ja. Nein, zurück, da war es schon richtig. Genau die hier. Wo ist da die? Schwarz-Eiche rausnehmen, schwarzes Holz da oben. Das schwarze Metall meinst du? Ja, ja, genau. Ach so. Ich hab den Namen gerade gesucht. Dann kannst du in das Meeting mal gucken, was du herstellen kannst. Voll das Turmschild, ey. Aber Turmschilder finde ich jetzt nicht so pralle. Vergiss nicht, die Seite wegzulegen, die brauchst du ja nicht. Nee. Wo hast du die Kiste dafür? Da, wo du vorher deine Waffe rausgeholt hast. Boah, die Schwarzmetallaxt. Sieht schon ein bisschen hässlich aus, weil der Stab so aus Billigholz ist. Meinst du die hier? Ja. Her damit! Niemals! Wo kommt die Seite hin? Hier. Das war auch hier. Und das Gersten, dieses Mehl, kannst du hier hinten rein tun. Kannst du auch was Neues zu essen mitnehmen? Ich schmeiß hier ein paar Sachen mal rein. Ich darf dann wieder sortieren. Was? Hab ich nicht. Ist das nicht hier die Kiste aus Minecraft, die automatisch sortiert? Naja. Hallo Bianca. Du wolltest auch mal raiden, Amitai, das ist schön. Was habt ihr eigentlich gezockt? Wo ist eigentlich der Boss, bitte? Haben wir den schon auf der ganz Karte? Oben im Norden, ja. Ist das ach immer noch der da, ne? Wo müssen... Nee. Das ist doch die Drachenmutter. Da. Ah, nee, hab ich noch nicht. Wo hast du das her?
haben wir doch letztes Mal, hat Benny doch lang, breit und erklärt, dass du hier das bekommen hast. Ja? Ja. Ich gehe da mal hin. Na, machen wir gleich zusammen. Wir müssen eh noch ein paar Totems sammeln für den Boss. Ich muss ja hier wieder essen und so ein Zeugs. Was, wie viel Essen hast du mit? Genug. Komm mal mit. Du musst was Gescheites zu essen noch mitnehmen. Einmal eine Bar, die linke Kiste. Für den Tresen. Hm? Bei mir tappt er ab und zu mal raus. Ich bin manchmal mit der Maus immer wieder, Jan the Wide Away. Das erste hier oben. Das Moltebeeren? Nein, da unten, ganz im Süden. Das sind Essen. Da habe ich sogar unten rechts so Fisch gedrückt. Fisch haben, okay. Lecker, aus ganz oben rechts ist zum Beispiel Getreide. Aus dem Getreide machst du das halt. Könnte ich eigentlich wieder in die Mühle reinpacken. Blutpudding? Ja. Ah, das eine macht mehr Gesundheit, das andere macht mehr Ausdauer. Nimm beides. Na, loben. Ich würde mal hier was anderes reinlegen, solange. Ja. Weiß nicht mehr. Ach, ich kann das hier stapeln, ne? Aber nicht mehr. So, okay. Was habe ich hier eigentlich? Drachenträne. Wo kommt denn die Drachenträne hier hin? Leg's kurz in die Kiste rein und ich tue sie einfach anders hin. Ach, die Kiste meinst du? Einfach kurz rein, ich kann sie dann wegsortieren. Es ist laut, aber. Ja, es ist. Also, es geht. Bestimmt, weil ich das alles ein bisschen runtergestellt habe. Ja, bei mir ist es aber echt. Ich habe es ja gerade auch auf normale Lautstärke eigentlich, aber bei mir ist es aber auch schön laut. Ja, haben die irgendwas mit der Performance gemacht? Ahnung. Ich hab die ganze Zeit hier ganz gemütliche 60 FPS. Schön. Aber es ist ja vielleicht abends wegen den Fackeln, wenn die an sind. Ah ne, wir sind ja nur zu zweit, ne? Okay, jetzt geht's wieder runter. Ich gehe auf mein Haus zu. Dein Haus ist also schuld, jetzt haben wir es. Es ist nicht mein Haus, es ist dein Haus. Haben wir Mikasa ist Sukasa. Das Schiff ist hier oben bei den Drachmutter. Ah, toll. Haben wir doch Portal dafür extra. Valheim ist ja eigentlich doch ein schön, echt schön schickes Spiel. Finde ich ganz gut. Hab den Ragnarok-Boss in Ark gemacht. Bei Amethaia. Den Ragnarok-Boss. Drache und Manticore. Achso, ja. Okay. War spannend. Ich finde die Boss-Fights bei Ark immer gut. Aber sind eher sehr chillig. Also gibt nichts wirklich Stressiges. Natürlich. Außer in denen, wo du verhungerst. Die Schokolade schmilzt sich hier wieder gerade ein ab. Ja, hier habe ich mich an so eine Werft versucht. Das sollte eigentlich nur sowas wie so ein Dach drauf. Habe ich aber dann einfach so gelassen. Ohne Dach fand ich das irgendwie doch besser. Hier ist das angefangene Boot. In meiner Werft. Ja. Wenn du bereit bist, dann gehen wir mal rüber. Ich bin schon drüben. Du musst noch aus dieser einen Kiste ein paar Eisfälle mitnehmen am besten. Eisfälle? Pfeile, wo? War in der einen Kiste drin, wo du deine Streitkolben okay. Rausgeholt hast. Brauche ich einen neuen Bogen oder habe ich schon den besseren Bogen? Du hast schon den besten Bogen. Ah, hier sind Eispfeile. 100 Stück, sind das zu viel? Ja, der mit 100. Na, ich gehe mal ganz kurz nochmal Rüstung und so ein Zeugs reparieren. Du. Von Dex, ich habe jetzt die drei Mahlzeiten gegessen, also die beiden, die ich dir jetzt gegeben habe, plus Würstchen, also alles, was du jetzt auch hast. Ich bin jetzt immer noch bei Leben regenerieren, ich bin schon bei 174, 190 Leben. Das ist gut.
Rechte Seite? Ja, genau, das ruhig. Einfach nur ohne C, das Portal. Warte, ich sag dir, wie es heißt. Moder. Na, da kommt er ja. Lass uns mal in die Steppe gehen, weil uns fehlen noch ein paar Tote bis zu dem Boss auch. Ja, also wie gesagt, ich muss noch den Ja, da gehen wir hin. Bild ausrüsten. Also ich habe jetzt 222 Leben. Boah. Huch, 105. Ich bin schon wieder rausgetappt. Ich bin schon wieder rausgetappt, das nervt. Der springt immer auf den linken Monitor. Die Maus. Vielleicht mal wieder rein und rein, raus und rein tappen. Also was machen die da? Killen die sich gerade selber? Kämpfen kämpft gegen irgendwas, ne? Skelette gegen. Naja. Ja. So. Wie ist die Steinformation da vor uns? Da unten drunter. Ah, da, buff das, uns mal. Das weiß ich gar nicht. Ja, da ist das Ding für den Boss. Ah. Boss gar nicht so weit weg. Hm? Oh, schon wieder rausgetappt. Oh, schon wieder rausgetappt. Tapp mal ganz raus und geh nochmal ganz normal ins Spiel rein. Also. Was ist denn los? Versuchen wir es mal. Okay, jetzt hoffen wir mal. Müssen wir eine Stadt finden hier. Brauchen wir noch ein paar Totems. Lass mal hier links hergehen. Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Hier war ich noch nicht gewesen. Oh, jetzt bei Tag. Bei Tag wäre ich hier lieber gelaufen. Ne? Ja, kommt noch. Weil ich finde, die Steppe finde ich sehr, sehr schön. Nur leider hier links sind zwei. Ich bin schon wieder rausgetappt. Hey, warte mal kurz. Ich habe doch irgendwie Einstellungen. Wo ist Vollbild? Juhu! Keine Ahnung. Solche Akkubar, Dankeschön. Nee, ich bin immer raus. Wenn ich mit der Maus nach links laufe, bin ich auf der anderen Seite des Monitors. Dann denkst du, machst ja, wenn du alten Tab machst, kannst du ja einmal komplett rausgehen, so richtig aus dem Spiel. Mhm. Dann versuchst du nochmal Spiel auszuwählen und dann mit der Maus ein paar Mal reinzudrücken. Und dann versuchst du nochmal, ob du die Maus rausziehen kannst. Also das muss ich mal ganz kurz neu starten. Weil der geht immer raus. Ist egal, was ich mache. Ja, der geht immer raus die ganze Zeit. Warte mal kurz. Ich gehe mal ganz kurz wieder zurück. Ah, wir sind schon zu weit. Meinst du, kannst du mich kurz verteidigen? Naja, du bleibst ja da einfach hier. Verschwindest ja dann. Das nervt. Ich habe jetzt auch gerade den Chat deaktiviert bei mir gerade, weil ich einfach rüberklicke immer. Das nervt total. Voll bescheuert. Wir sind gleich wieder da. Wenn dann richtig. Diese Streitkolben hauen hier gerade ganz schön rein bei den Viechern. Ja, die sind gut. Vor allen Dingen sind die schnell, das ist das Gute. Die geht immer noch raus. Okay, müsste ich dann wohl heute so spielen. Nochmal komplett beenden. Hab ich gemacht. Okay. Hab keine Ahnung. Ich geh mal, wenn ich
wenn ich auf das Bildschirm, wenn ich zur linken Seite rüber scrolle, dann gehe ich automatisch immer rüber auf den anderen Bildschirm. Sehr komisch. Das nervt. Wenn ich mir vorstelle, das kennt ihr mich auch. Ich habe meistens dann immer hin und her. Was du noch versuchen könntest, Dex? Für temporär, ja, ich sag, du wärst eh, du sagst nein. Fensterbild. unter den Desktop-Einstellungen kannst du ja anordnen, wie die Bildschirme liegen. Nach oben verschieben, der zweite. Noch, nee, bitte nicht. Ich weiß. Sekunde, Dex, ich muss mal ein bisschen Zeug weglegen, ich bin nämlich hier überladen. Ah, jetzt geht's, glaube ich. Oder? Ich glaube, es geht jetzt gerade. Ich sehe auch keinen Maus. Hat er gerade die ganze Zeit immer den Mauszeiger auf dem Bild. Jetzt habe ich den nicht mehr. Okay. Jetzt glaube ich geht's. Hast du den. Ja, du hast ihn, okay. Du musst dann gleich den Buff aktivieren. Hab ich nicht mehr? Der läuft gleich aus. Willst du in dieses Dorf rein ohne Buff? Läuft. Wo ist wo? Bereit? Oh, vorsichtig. Boah, was ist das für ein Dicker da? Lass zurückgehen, lass zurückgehen. Ja. Ich kann grad nicht mehr. Ich komme. Okay, das war's. Ich komme nie mehr wieder an meine Sachen ran. Doch. Dex Essen hatte ich zu wenig Leben gerade, habe ich nicht drauf geachtet. Ich war immer noch auf meine Maus immer noch fixiert. Aber die haben mich gerade ins Kreuzfeuer genommen. Matsch gemacht. Schamane. Ja. Moder. Ich bin mal gespannt. Ah, Mist, hab ich jetzt auch erwischt. Ja? Ja, da war ein Sperrtypi. Bin mal gespannt, ob ich da überhaupt so hinkomme. Ja, lass mich erstmal zu meinen Klamotten gehen, Dex. Dass ich die Größentaschen killen kann und dann, dass du dann deine Klamotten kriegen kannst. Ja, können wir so machen. Wie bei Hunter. Ja. Das finde ich eher gar nicht. Ich bin bei Hunter aber nicht immer der als erster stirbt. Das finde ich gar nicht. Es gibt dann zwar zwei, drei Runden mal, aber eigentlich bin ich ja immer derjenige, der ein bisschen länger braucht, bis er auf den Kampf wirklich zugeht. Weil ich bin ja eher immer langsam oder langsamer. Der langsamere Zeitgenosse beim Kampf. Dann auf geht's zu meiner Leiche, die liegt da. Ich habe natürlich jetzt nicht was zum Essen mitgenommen. Ja, vielleicht hast du ja Glück und ansonsten tue ich die ganz kurz mal auf Seite ziehen oder so und dann gehst du an deine Sachen ran. Ah, das wollte ich hinkriegen. Sobald du an der Leiche bist, kriegst du ja diesen Heal-Boost, von daher. Ich sehe deine Sachen. Ja. Keine Gegner. Du bist ja schon weit weggelaufen, Schurt. Ja, ich habe gekaltet und den noch was angegriffen. Oh nein, Moskito! Er hat die Sachen nicht aufgehoben. Doch, hat er und ich bin trotzdem gestorben. Nein! Was soll hier? Hey! Komm her! Ah, ich hab's ja getroffen! Voll ins Gesicht geboxt, aber er hat mich trotzdem noch gekillt. Und ich hatte ganz, ganz wenig Leben nur gehabt. What? Der kleine, meine fette Faust hat nicht mal so viel Schaden gemacht, damit ich diesen Kratzer Leben wegbekomme. Oh, Zurak, ich habe keinen blassen Schimmer, wie es bei The Infected weitergeht. Ich habe mich überhaupt nicht darum gekümmert, wo es oder was es dazu gibt zu machen. Nein, was es da so Neues gibt, so rum. Jetzt habe ich auch was gegessen.
Das war ein fetter Schamane ja gerade eben bei den Zwergen, ja? Bei den Gnömchen. Pass auf den Moskito auf. Aber der müsste eigentlich kein Leben mehr haben, wenn du den richtigen... Ihn. Schon gekillt? Ja. Hab einfach geblockt. Bild. Erst gedodged und dann geblockt. So, ich gehe kurz zurück zur Base. Dann hole ich mir den Ausgeruht-Buff. Okay. Weil sonst überleben wir das eh nicht. Ach, das ist meiner hier vorne. Ah, das war mein zweiter. Zweiter, ja. Ich wollte sagen, wow, so nah. Da ich versuche das jetzt. Ich versuch das jetzt einfach mal zum Spaß. Wird zwar nicht gehen, aber. Du hast es gegessen, okay, wollte gerade sagen, hast du was gegessen. Ja. Ein paar Würstchen habe ich mir reingepfiffen. Würstle. Wieder hinter mir her. Puh, hat's geschafft. Okay. Mann, wo war denn das Problem, meine Lieben? Gab's keine Probleme. Ja, so sieht ein Wikinger gut aus. So, noch schnell mal Schokolade essen. Wollen wir da wirklich da rein in dieses Gelager? Ja, aber sowas von. Okay. Du kannst ja auch noch eine Ausgeruht-Buff holen. Scheiße, Moskitos. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinlaufen muss. Oh. In diese Richtung. Aber endlich. Endlich sind wir mal in der Steppe unterwegs. Die ist so da schön. Ist die Hütte. Hast du gepinkt? Ja. Achso, ja, das weiß ich. Du müsstest doch schon lange den Ausruf-Buff haben, oder nicht? Ja, ich gerade bekommen in dem Moment. Okay. Ach, hier ist das Boot, ne? Genau. Sehe ich gerade. Wir brauchen bestimmte Totems von den Scheißviechern. Was habe ich denn hier schon wieder dabei? Tolles. Hier ist voll. Ist auch voll. Irgendwas Komisches. Es wird jetzt übrigens in den nächsten Tagen ein neues Motiv im Shop hochgeladen. Da freue ich mich drauf. Oh, hast du einen Ausruf? Wenn du einen Ausrufwaffe auch hast, dann komm, kannst du hier hinsetzen, Dex. Hier jo, auf unten geht's, ja? Ja. Sonst war das mal da oben in der Ecke, an der Kante.
Herr Wirt! Bier! Bier gibt's nicht. Gib nur Schild in die Fresse. Gib nur Schild. Schild in the Fress. Gemütlich 16, los. Okay. Das ist so gemütlich bei dir. Dass ich mich fühle wie 16.